Diego Armando Maradona está entre dos, vean cómo le marcan y la habilidad del argentino, empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano, Maradona. Abanderados están consultando. Herzlich willkommen beim RW-Pod, der religionswissenschaftliche Podcast, Folge 29. Und ihr habt fast ein Jahr auf diese neue Folge warten müssen, denn die letzte Ausgabe stammt tatsächlich noch vom 26. Juni 2017, als der liebe Dimi den Elias noch auf dem Symposium in München interviewt hat zum Thema LGBTQ, Poesie und Islam. Das Ganze könnt ihr aber natürlich noch nachhören, beispielsweise auf der Homepage rwpod.de. Oder ihr fragt die gängigen Podcast-Dealer. Und warum das Ganze so lange gedauert hat, ist relativ schnell und einfach erklärt. Markus, Stefan und Dimi, die drei ursprünglichen Hosts und Gründer dieses wundervollen Podcasts, sind beruflich leider verhindert und schaffen es nicht, neue Folgen zu produzieren. Und deswegen bin ich heute hier. Mein Name ist Franz Neumann, ich studiere Religionswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum und die eine oder der andere kennen mich vielleicht persönlich schon von dem einen oder anderen Symposium oder haben die vorletzte Folge dieses Podcasts gehört, die ich zusammen mit der wunderbaren Laura aus Heidelberg zum Thema American Gods geführt habe, kurz bevor die Serie an den Start ging. Außerdem kann ich euch bereits an dieser Stelle verraten, dass wir auch ein paar der nächsten Folgen zusammen verbringen werden. Heute bleibe ich aber leider allein, denn es hat sich niemand mehr rechtzeitig eingefunden, mit mir diese Folge zu moderieren. Aber das wird sich in den nächsten Folgen ändern. Dazu später aber mehr, denn wir haben ja auch heute ein Thema. Das größte Einzelsportereignis der Welt steht nämlich wieder vor der Tür. In ein paar Tagen geht sie los. Die Fußball-WM. Und es hätte keinen besseren Zeitpunkt gegeben, um das Thema Fußball in diesem Podcast auch mal zu thematisieren. Und nun werden sicherlich einige die Hände überm Kopf zusammenschlagen, denn ich weiß ja, Fußballfans sind in unserem Fach relativ rar gesät. Aber ich mache euch jetzt schon das Versprechen, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Schließlich steckt der Fußball nicht nur voller religiöser Metaphern. Man denke an den heiligen Rasen oder an den Fußballgott. Nein, es stehen schließlich auch Menschen auf dem Platz und auf den Rängen, die diese Menschen anfeuern. Und seien sie auch nominell areligiös, so haben sie doch alle eine gewisse religiöse Sozialisation hinter sich. Bestes Beispiel dafür ist das Klischee des südamerikanischen Fußballers, der sich nach dem geschossenen Tor das Trikot vom Leib reißt, sein Goldkettchen greift, an dem ein kleines Kreuz hängt und dieses küsst und Gott damit dankt, dass er ihn mit dieser Gabe gesegnet hat und mit diesem Tor. Wie beispielsweise bei der WM 86, Argentinien gegen England. Die Fußballfans werden schon wissen, worauf ich hinaus will. Diego Maradona und die Hand Gottes, die spielentscheidende Hand Gottes. Oder wie Maradona selbst sagte, es war ein bisschen die Hand Gottes und ein bisschen Maradonas Kopf. Aber auch auf den religiösen Alltag anderer Traditionen wirkt der Fußball ein. Saudi-Arabien, Ägypten, Marokko, Iran, Tunesien und der Senegal sind klar muslimisch geprägte Länder. Und 6 Teilnehmer dieser WM. Hinzu kommt noch Nigeria, das ungefähr 50-50 geteilt ist zwischen Christen und Muslimen. Daher könnte man fast von Glück reden, dass in diesem Jahr das Ende des Ramadans am gleichen Tag ist, an dem das Eröffnungsspiel der WM stattfindet. Nicht nur für die Fans, sondern vor allem für die Spieler, die stets im Konflikt zwischen ihrem Beruf und ihren religiösen Pflichten stehen. Also ob der Beruf des Profisportlers oder des Profifußballers in diesem Falle eine Ausnahme zu den Regeln des Ramadans darstellt und sie somit das Fasten nachholen dürfen. Im September 2008 thematisierte das Fußballmagazin 11 Freunde dieses Thema und auch der DFB hat eine eigene Infoseite eingerichtet für Spieler und Trainer im Umgang mit dem Ramadan und Fasten. Und natürlich auch abseits der großen sogenannten Weltreligionen gibt es enge und starke Beziehungen zwischen Religion und Fußball.
Man nehme nur das australische Team, das sich zwischen 1974 und 2006 nicht mehr für eine Fußball-WM qualifizieren konnte, was einige ehemalige Profis darauf zurückführen, dass man 1970 in einem Qualifikationsspiel in Mosambik die Hilfe von Voodoo-Priestern entgegengenommen hat, diese aber sich nicht adäquat bezahlt fühlten und somit das australische Team verfluchten. Neben dieser eher sportlichen Perspektive des Verhältnisses von Religion und Fußball lässt sich das Ganze natürlich auch historisch und soziologisch betrachten. Hierzu möchte ich gerne Detlef Clausen, emeritierter Professor für Soziologie der Universität Hannover, zitieren. Aus dem Buch »Wo das Fußballherz schlägt«, Fußballland Nordrhein-Westfalen. Es ist doch klar, Fußball ist eine Religion. Und das, was wir als das Religiöse normalerweise verstehen, geht mit dem Fußballreligiösen Hand in Hand. In einer Zeit, in der die althergebrachten Bindungen abnahmen, traten neue kollektive Identifikationen auf. Der DFB oder Schalke 04 sind vor 100 Jahren gegründet worden. In einer Zeit also, die als die klassische Phase der Erfindung von Traditionen bezeichnet werden kann. England als Mutterland des Fußballs ist das Land der Invention of Tradition. Aus der kontinentaleuropäischen Sicht sind wir oft neidisch auf die funktionierenden englischen Traditionen, aber wenn wir darüber nachdenken, sind es Erfindungen des späten 19. Jahrhunderts. An dieser Stelle hoffe ich, dass das bisherige Plädoyer den einen oder anderen bewogen hat, doch noch dran zu bleiben und das Thema Fußball und Religion als relevant zu betrachten. Denn wir verlassen jetzt so langsam die Ebene der Fußball-WM, die findet schließlich auch nur alle 4 Jahre statt, und das Tagesgeschäft des Profifußballs findet auf Vereinsebene statt. Einen Vereinsnamen haben wir bereits gehört, den des FC Schalke 04, und genau dieser Verein wird heute noch eine wichtige Rolle in diesem Podcast spielen. Doch zunächst vielleicht zu der Frage, Franz, warum machst du überhaupt diesen Podcast? Warum behandelst du ausgerechnet dieses Thema? Nun, zum einen bin ich natürlich selber Fußballfan, wie man wahrscheinlich rausgehört hat. Aber viel wichtiger, der Grund dafür liegt ganz klar im Ruhrgebiet verankert, denn Ruhrgebietskultur ohne Fußball, das geht einfach nicht. Denn wenn das Ruhrgebiet konfessionell geteilt ist, dann bestimmt nicht zwischen evangelisch und katholisch, sondern zwischen Schwarz-Gelb und Blau-Weiß, also Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Wobei es natürlich auch noch den VfL Bochum gibt und den MSV Duisburg, um da die größeren unter den vielen traditionellen Fußballclubs hier im Ruhrgebiet zu nennen. Nicht ohne Grund steht deswegen das Fußballmuseum in Dortmund und, um den deutschen Fußballkaiser Franz Beckenbauer zu zitieren, das Herz des deutschen Fußballs schlägt im Ruhrgebiet. Also wer möchte dem Kaiser da schon widersprechen? Und somit liegen wir ja mit der Bochumer Religionswissenschaft mitten in der Herzkammer des deutschen Fußballs. Was läge da also, vor allem lokal, näher, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen, vor Ort? Natürlich hätte ich dann in die örtlichen Fußgängerzonen gehen können mit einer Umfrage und ganz nach Goethe und Faust die Gretchenfrage stellen können, sag, wie hast du es mit Religion und Fußball? Aber mir kam was anderes in den Sinn. Ich ging auf Schalke. Und bevor ihr sagt, Moment mal, das heißt, wenn schon nach Schalke. Nein, nein, nein. Hier im Ruhrgebiet sagt man, kommt aus dem Bergbau, über Tage, also ist man auf Schalke. So, also das ist alles richtig. Denn ich wusste, die Arena auf Schalke hat etwas, was nur wenige Stadien in Deutschland zu bieten haben. Denn in der Arena auf Schalke befindet sich etwas Besonderes, also ein konkret religiöser Raum in einem quasi religiösen Raum, dem Stadion selbst, dem Fußballtempel der Schalker. Und dort habe ich mich dann getroffen mit dem Leiter der Kapelle, dem Herrn Ernst Martin Barth, und durfte ihn dort interviewen zum Thema Fußball und Religion bzw. Fußball und Kirche, speziell bezogen in dem Fall natürlich auf den FC Schalke. Und das Interview hört ihr jetzt. Ich befinde mich jetzt hier vor der Arena auf Schalke in Gelsenkirchen und treffe mich gleich mit Herrn Ernst Martin Barth. Und es ist schönstes Fußballwetter, wie man so schön sagt. Die Sonne scheint und strahlt. Und im Hintergrund hört ihr, hier wird noch fleißig gearbeitet. Und hier sind Besuchergruppen von Kindern, die das Museum auch besuchen.
Alles ist natürlich hier blau und weiß beflaggt und geschmückt. Und ob das Stadiondach offen ist, das kann man hier ja schließlich öffnen, kann ich euch nicht sagen. Das kann ich von hier aus nicht sehen. Aber es wird auf jeden Fall ein Foto geben von der 1000-Freunde-Mauer, damit ihr euch das mal angucken könnt und auch mal einen Blick von der Arena bekommt. Ansonsten werden wir natürlich alle möglichen weiteren Sachen verlinken. Und jetzt freuen wir uns einfach mal aufs Gespräch. Ja, wir sind jetzt hier in der Kapelle auf Schalke im Raum und ich begrüße neben mir den Herrn Barth, sehr geehrter Barth. Vielen herzlichen Dank erstmal dafür, dass ich kommen durfte und dass Sie sich bereit erklären hier für das Interview oder das Gespräch. Und natürlich Glückwunsch zur Vizemeisterschaft erstmal. Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Neumann. Auch ein herzliches Glück auf hier auf Schalke. Nach diesem turbulenten letzten Spielwochenende sind wir guter Stimmung und ich freue mich, dass Sie da sind. Gäste sind immer herzlich willkommen, auch aus der Nachbarstadt in Dortmund. Sehr schön. Und meine Einleitungsfrage wäre direkt, Sie konnten ja jetzt Ihren Job mit Ihrem Verein, Ihrem Herzensverein verbinden. Ist das schon die Erfüllung eines ganz großen Traumes? Naja, ich habe den Traum eigentlich nie so geträumt. Es kam sehr plötzlich auf mich die Frage, ob ich Freude hätte, hier diese Aufgabe in der Arena im Verein Schalke 04 zu übernehmen. Ich bin ja seit 33 Jahren hier im Kirchenkreis Gelsenkirchen, habe angefangen mit meinem Gemeindevikariat, meiner Pastorenzeit und bin seit knapp 30 Jahren Pfarrer hier an der Matthäuskirche, die nicht sehr weit von der Arena entfernt ist. Das sind nur ein paar Fahrrad- und Fußminuten. Und als ich dann gefragt worden bin, habe ich mir das schon eine ganze Zeit überlegt, ob ich es machen möchte. Und habe dann schon auch erkannt, das ist nochmal eine schöne neue Aufgabe in vielen Jahren kirchlichen Dienstes in der Gemeinde. Die Aufgabe dort schätze ich sehr, möchte sie auch nicht aufgeben. Und von daher ist es vielleicht eine ganz glückliche Verquickung, dass man sein eigenes Fan-Sein seit Kindesbein dann auch mit der Aufgabe, den kirchlichen Aufgaben der Theologie auch verbinden kann. Und vielleicht gehen wir direkt einfach mal zu unserem Setting, das wir haben, in unserem religiösen Raum. Und die Frage, warum gibt es eigentlich die Kapelle auf Schalke? Der eigentliche Hintergrund ist, dass viele Fans in den 70er und 80er Jahren, auch zu Zeiten des Parkstadions, immer wieder gefragt haben, ob sie als Mitglieder des Vereins hier ihre Kinder auch taufen lassen können, so ganz in der Nähe der eigenen Spielstätte, ob man sich hier auf dem in Anführungsstrichen heiligen Rasen im Mittelkreis trauen lassen könne. Das waren natürlich Dinge und Wünsche, die nicht zu erfüllen waren. Ganz klar, es braucht einen sakralen, verlässlichen kirchlichen Ort und Rahmen. Aber den Verein hat es beschäftigt und mit den Planungen zur neuen Arena in den 90er Jahren, Fertigstellung dann im August 2001, auch Einweihung dieses neuen multifunktionalen Stadions, hatte man architektonisch vorgesehen, hier einen sakralen Raum auch zu etablieren. Ein zweiter Punkt war, dass die Vorstände unseres Vereins Schalke 04 sowohl katholischerseits als auch evangelischerseits sehr interessierte, gebundene Menschen waren und sie diese Idee auch sehr gerne nach vorn treiben wollten. Und ein dritter Punkt war vielleicht auch das erste Stadion in Deutschland zu sein, das über einen solchen Raum verfügt. Und in der Tat gab es ein Vorbild und das war Nou Camp in Barcelona. Allerdings mit einer anderen Ausrichtung, als es die Katalanen dort betreiben. Also hat man sich da schon an den Großen orientiert? Ja, wer ein großer Club sein will, der will vielleicht nicht die Religion vereinnahmen, aber der schaut auch noch mal weiter. Und was mir hier bei Schalke gefällt, dass man den Fußball auch in den Vorständen und den Ebenen des Verwaltungsrates nicht absolutiert, sondern dass man durchaus weiß, dass der Blick auch über den Horizont geht im Leben. Und wie genau nutzen Sie die Kapelle? Für welche Veranstaltung? Also sie wird ökumenisch genutzt, das ist erstmal wichtig zu wissen. Mein katholischer Kollege Georg Rücker aus Gladbeck ist für den katholischen Bereich da und ich für die evangelischen Nachfragen.
Wir feiern hier vor allen Dingen Gottesdienste anlässlich von Taufen, Trauungen, Jubiläumstrauungen, auch Gedenktage anlässlich von Geburtstagen. Wir halten auch Andachten für Menschen, derer man denken möchte, weil sie verstorben sind. Also zum Beispiel auch Fangruppierungen aus der Nordkurve, die einen Kumpel verloren haben, fragen dann bei mir nach, ob sie hier eine Gedenkfeier halten können. Oder auch das Gedenken an Mitarbeitende hier im Verein, die nicht mehr da sind. All das kann hier stattfinden. Es kommen viele Gruppen, die Arena besuchen und dann hier vielleicht mit einem kleinen Gottesdienst mit Kindern oder Senioren auch ihren Besuch beschließen wollen. Und es gibt hier auch viele seelsorgliche Einzelgespräche, jedenfalls kann ich so davon erzählen. Mhm. Und Sie haben gerade schon von Trauerfeiern auch gesprochen. Es gibt ja auch noch das Fanfeld. Mhm. Das ist ein Friedhof angebunden an den FC Schalke. Ganz genau, das ist allerdings ein privatisiertes Fanfeld von der Fanfeld GmbH hier in Gelsenkirchen. Geschäftsführer ist Ender Lupina, ein ehemaliger Amateurtorwart unseres Vereins, der dieses Fanfeld übernommen hat und es pflegt und es ausbaut. Und dieses Fanfeld muss man unabhängig vom Verein sehen, sondern als eigenes Projekt, aber natürlich in Vereinsnähe. Mhm. Und die Überlegung ist, es gab ja mal in den 70er Jahren dieses schöne Lied von Opa Pritschibilski, wenn ich verroste und verkalke, dann gehe ich immer nur auf Schalke. Ob ich erlahme und ergraue, ich liebe Königsblau. Und darin wird ja schon deutlich, dass viele Menschen hier im Kohlenpott und insbesondere in Gelsenkirchen Schalke leben, von der Wiege bis zur Bahre. Und dann sogar den Wunsch haben, auch auf dem eigenen Friedhof dann mal ihre letzte Ruhe zu finden. Mit dem Blick 500 Meter Luftlinie auf die Arena, wer es so will, wem das etwas bedeutet, der kann es also hier haben. Dieses Fanfeld hat 731 Gräber, Grabstellen, das sind Urnen- und Reihengräber. Es ist erweiterbar auf 1904 Gräber. Da steckt natürlich das Gründungs- und Geburtsdatum oder Jahr unseres Vereins drin. Und ich weiß jetzt nicht im Moment genau, wie viele Gräber tatsächlich belegt sind. Es ist angelegt wie ein Fußballstadion, ein bisschen mit zwei Rängen, einem Spielfeld, zwei Toren, einer sehr schönen, sorgsam gestalteten Mitte mit dem Vereinsemblem. Und es gab auch zwei andere Feiern, einmal das Gedenken an die 10 Vereinsgründer vom 4. Mai 1904 und dann die Umbettung des Meisterspielers Ala Urban, den der Verein von einer russischen Kriegsgräberstätte hat exhumieren lassen und auch auf Wunsch der Familie ist Ala Urban hier nochmal beigesetzt. Also auf Initiative des Vereins? Des Vereins und der Familie. Mag man gar nicht so unbedingt glauben, gerade in der heutigen Zeit, wo ja alles durchprofessionalisiert ist. Also es ist ein wirklich noch familiäres Verhältnis dann. Ja, die Menschen leben Heimat hier. Mhm. Wir sind eingetragener Verein, einer der letzten in Deutschland. Wir haben um die 150.000 Vereinsmitglieder. Schalke 04 ist eine Herzensbewegung. Und das werden Sie spüren, wenn Menschen aus anderen Teilen des Landes oder dem benachbarten Ausland oder aus der ganzen Welt kommen und diese Arena hier besuchen. Dieser Verein berührt die Herzen. Am Wochenende war auch wieder Marcelo Bordon aus Brasilien gekommen zum Heimspiel gegen Frankfurt. Senior Raul war kürzlich noch gegen den BVB hier im Stadion. Und so kommen ehemalige Spieler auch von weit her immer noch sehr gerne. Und gibt es denn noch andere, sagen wir mal, religiöse oder quasi religiöse Punkte im Stadion? Also das Fanfeld haben Sie gerade selber ja schon benannt. Dort werden Menschen ja auch nach christlichem Ritus beigesetzt, allerdings in identisch aussehenden Gräbern dann. Ein zweiter Punkt hier am Stadion, der mir persönlich sehr viel bedeutet und sehr lieb ist, ist die 1000-Freunde-Mauer. Und inmitten der 1000-Freunde-Mauer hängt eine Gedenktafel für die jüdisch verfolgten Funktionäre und Mitglieder zur Zeit der Nazi-Herrschaft.
Und diese Gedenktafel ist im Januar 2013 enthüllt worden, auch unter Beteiligung der jüdischen Kultusgemeinde und der christlichen Kirchen. Der Verein wollte damit zum einen erinnern an diese Menschen, die auf qualvolle Weise verschleppt, deportiert und ermordet wurden. Er wollte aber auch eine Mahnung aussprechen, gerade an die junge Generation, das nicht zu vergessen und sich stets, gerade hier auch während der Spiele, für Fairness und Gewaltlosigkeit und ein gutes, friedliches Miteinander einzusetzen. Darum sieht man sie auch gleich, wenn man hier hinkommt auf das Gelände und direkt vor der Arena steht. Genau, es ist eigentlich so ein Mittelpunkt, so ein Eyecatcher vielleicht, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ich gehe sehr gerne mit jungen Menschen auch hier hin, also wenn Schulklassen oder Konfirmanden, Jugendliche da sind, um einfach diese Geschichte nochmal zu erzählen. Sie hat noch eine kleine Schattenseite. Man hatte Schalke immer verdächtigt, während der Nazi-Herrschaft bei 6 deutschen Meisterschaften und einem Pokalsieg von den Nazis lanciert worden zu sein, begünstigt worden zu sein. Und Schalke hat das Enthüllen dieser Tafel zum Anlass genommen, dieser Frage auch nochmal historisch nachzugehen. Professor Dr. Stefan Koch von der Uni in Bochum hat diesen Dienst übernommen und eine Studie entwickelt, die dann den Titel trägt, zwischen Blau und Weiß liegt Grau. Und er hat diese ganze Geschichte Schalke und der Nationalsozialismus untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sich der Verein an der Stelle nichts hat zu Schulden kommen lassen. Mit Ausnahme eines damals sehr, sehr bekannten Spielers, Fritz Zeppan, der durch die Deportation eines jüdischen Textilkaufmanns hier im Ortsteil Schalke in den Vorteil gekommen ist, dessen Geschäft zu übernehmen. Schalke hat daraus die Konsequenz gezogen, diesem wirklich sehr angesehenen und großen Sportsmann Fritz Zeppan auf keinem der Straßenschilder hier im Umfeld der Arena seinen Namenszug zu geben. Andere Spielerlegenden sind hier durchaus auch zu finden. Ernst Kuzora, Hermann Eppenhoff, Stanley Buda, ein Fritz Zeppan wird man aus diesem Grunde hier nicht finden. Und so wirkt Schalke an der Stelle, und das ist eine große Parallele zu unserem religiösen und kirchlichen Bestreben, wirkt dieser Verein auch in die Gesellschaft hinein und erinnert an dieser Stelle nochmal sehr deutlich. Wer kann zur Kapelle kommen? Jeder mit jeder Konfession oder? Ja, also konfessionell sind wir zwar ein Raum, der auch christlich geprägt ist durch dieses geöffnete Kreuz. Das kann ich auch gleich gern noch mal ein bisschen erläutern. Aber diese Kapelle ist für jedermann, jede Frau offen, geöffnet. Die Konzeption unterscheidet sich von der in Barcelona. Mhm. In Barcelona ist es, ich möchte mal sagen, eine Stadionkapelle. Und wir sind ein kirchlicher sakraler Raum innerhalb der Arena. In Barcelona kann man durchgehend in diese Stadionkapelle hinein, Kerzen entzünden. Das tun ja die katalanischen Fans auch gerne, indem sie auch Fahnen auslegen oder ihre Schals auf die Erde legen. Das ist hier nicht möglich und das ist vom Verein und von uns als ökumenischen Kirchen auch so nicht vorgesehen und gewünscht. Wir wollen keine Zauberbude sein, wir wollen hier keine Magie betreiben. Wir wollen die Menschen nicht dazu animieren, den Fußballgott im Gebet anzurufen, den ich persönlich gar nicht kenne, oder um Siege zu bitten für die eigene Mannschaft oder um Niederlagen zu beten für die Mannschaft der Gäste, sondern wir wollen sie einladen in einen Raum der Ruhe, der Stille, der Meditation, der Selbstfindung, der Gottesfindung, das, was sie möchten. Das heißt, es stellt sich die Frage auch eigentlich grundsätzlich erstmal nicht auch von den Fans aus an für andere Religionen oder Konfessionen. Also wir haben ja hier im Ruhrgebiet auch einen hohen Muslimanteil. Die Frage stellt sich also nicht. Nein, ich kann die Frage verstehen und nachvollziehen, dass man auch im Rahmen konfessionell übergreifender Räume, zum Beispiel auch in Krankenhäusern oder an anderen Punkten, fragt, warum ist das nicht ein solcher Raum auch geworden? Aber diese Frage wird von den Menschen nicht gestellt. Es erstaunt mich manchmal, aber wir kommen mit dem Ort, so wie er ist, gut aus. Ich hatte zum Beispiel
am Himmelfahrtstag noch eine etwa 25-köpfige Gruppe aus Istanbul da, Muslime. Die hatten eine große Freude, in diesem Raum zu sein und haben, so wie wir das jetzt tun, sich auch über 20 Minuten mit mir darüber unterhalten, auch über die Symbolik, die wir hier sehen und die ja auch wirklich konfessionsübergreifend auch zu deuten ist. Und wir sind ja jetzt quasi auch schon mittendrin in Ihrer Arbeit, die Sie hier dann machen und die Leute, die Sie empfangen. Suchen Spieler Sie ab und zu um Rat? Nicht an Spieltagen, weil die Spieler sehr fokussiert die Rolltreppe runterkommen, ins zweite Untergeschoss, an der Kapelle vorbeigehen. Man grüßt sich, man ruft sich was zu. Sie wissen um die Kirche hier auf Schalke. Auch der Trainer Domenico Tedesco kommt immer noch mal zu einem ganz kurzen 2-3-Sätze-Talk hierhin. In der Regel sind es Mitarbeitende, die auch das Gespräch mit mir suchen, die sich hier verabreden. Oder es sind Fans aus besonderem Anlass. Meistens ist es in den Fällen von Tod, von Beerdigung, von Trauer, Trauerbewältigung, dass sich Menschen hier verabreden. Das sind ehemalige Spieler, die kommen. Also ein Marcelo Bordon, ein Kevin Kourani, ein Gerald Asamoah, auch als christlich lebende Menschen, sind sehr häufig hier zu Gast und schauen gerne vorbei und beten dann auch und lassen sich gar auch segnen. Also das kommt durchaus vor. Und aus dem Kontakt mit den Spielern, haben Sie da vielleicht irgendwas aufgenommen? Also Sie haben gerade Marcelo Bordon angesprochen, der ist Brasilianer, oder Gerald Asamoah, der einen ghanaischen Background hat. Von deren Tradition, wenn man an Brasilien beispielsweise denkt, wie dort dann der Katholizismus auch gelebt wird. Vielleicht hat man auch so klischeehafte Bilder aus Afrika im Kopf, wie da Christentum gelebt wird. Haben Sie da von denen was aufgenommen? Weil es wird ja gerade in Deutschland auch immer und oft mokiert, so, ja, hier ist das alles so trocken und guckt mal dahin, da ist es viel lockerer, viel lebensbejahender. Das ist ja schwierig, wenn wir andere Traditionen übernehmen. Wir feiern einfach so, wie wir feiern. Und es muss dann auch stimmig und authentisch sein. Es hat schon etliche Gruppen gegeben, die aus Afrika hier waren, doch aus Südamerika. Und die haben hier fabelhafte Gottesdienste gefeiert. Und an denen habe ich mit großer Freude auch teilgenommen. Aber das hinüberzunehmen in meine Taufgottesdienste mit den Menschen, die hier vor Ort leben, das ist doch eher schwierig und wäre schon sehr gewagt. Und Sie haben gerade gesagt, Sie sind für die evangelischen Mitglieder zuständig quasi. Ist man denn trotzdem so, wenn man zurückblickt, Papst Johannes Paul II. War ja Ehrenmitglied hier, findet man sowas trotzdem so ein bisschen als Stolz oder Auszeichnung? Ja, mich hat das damals sehr gefreut und auch wenn heute kaum mehr jemand darüber spricht, es liegt ja auch eine ganz lange Zeit zurück, ist das schön, dass ein Papst sich dazu entschieden hatte, hier die Ehrenmitgliedschaft zu übernehmen. Es gibt ja auch ranghohe deutsche Politiker, die Mitglied hier beim FC Schalke 04 sind. Ich denke an unseren neuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier oder Frau Göring-Eckardt, die dem Verein ja sehr nahe stehen. Wichtig ist aber nicht, was Rang und Namen hat, sondern wichtig ist, dass wir das Herz für Schalke auf dem rechten Fleck haben, dass wir hier zusammenhalten und hinter unserem Verein stehen. Das ist, glaube ich, dann doch letztendlich bedeutsamer als prominente Vereinsmitglieder zu haben, die man dann doch eher aus Berufsgründen dann auch seltener sieht. Und so ist es schön hier, dass viele Fans das Gesicht unseres Vereins ausmachen. Eben auch die einfachen Menschen hier. Und vor einigen Jahren ging es ja durch die Presse groß skandalisiert, die Mohammed-Strophe im Vereinslied. Der Rat der Muslime hat nachher gesagt, das ist für uns überhaupt kein Problem. Aber als dieser große Aufschrei durch die Medien ging, sind Sie da erstmal zusammengezuckt oder haben sich gedacht so, was würde ich an deren Stelle dazu sagen? Es ist ja eine sehr spannende Frage, sicherlich auch ausgelöst durch Charlie Hebdo, durch die Karikaturen in Frankreich. Und diese Frage ist ja sehr kontrovers diskutiert worden in der deutschen Presse, auch in den Kirchen.
auch in der internationalen Presse. Man kann dazu sehr unterschiedlich stehen. Zunächst mal, es ist Vereinslied, das ein Dortmunder vor etwa einem Jahrhundert komponiert hat. Und das ist natürlich bitter. Und diese Hymne dem Verein dann überlassen und gewidmet hat. Wir singen das über 100 Jahre. Und dann ist es erstmal für die einfachen Fans, die wir hier ja auch sind, nicht nachvollziehbar, daran irgendetwas zu ändern. Hans König, der das Lied komponiert hat, getextet hat, hat sicherlich nicht daran gedacht, den Propheten Mohammed in irgendeiner Weise zu beschädigen oder zu beleidigen. Und das muss ich jetzt an dieser Stelle auch einräumen, das wäre mir persönlich auch sehr fern. Ja, wir wollen weder kritisieren noch bloßstellen, wir wollen auch nicht dominieren oder manipulieren. Von daher ist damals für mich zu überlegen gewesen, ob man diese Strophe auslässt. Mhm. Ich persönlich singe sie auch nicht mit und singe sie auch nicht gerne mit. Mir liegt die letzte Strophe am Herzen mit den 1000 Feuern in dieser Stadt und mit den 1000 Freunden, die zusammenstehen. Ich weiß nicht, wie wir das lösen. Der Verein hat ja in aller Freiheit reagiert und damals gesagt, wohl überlegt, wir wollen es dabei belassen. Aber auch erklärt, wir wollen niemanden beleidigen, wir wollen hier auch keine Blasphemie, keine Gotteslästerung betreiben. Und das ist uns als ökumenische Kirche auch sehr wichtig. Und generell, wenn es darum geht, wenn Spieler kommen mit anderen Konfessionen oder anderer Religionen, sprechen die sie auch manchmal an, um dann ersten Kontakt zu bekommen und dass sie vielleicht interreligiös so vermitteln? Nein, das ist mir jetzt in meiner Zeit so noch nicht begegnet. Die Namen, die ich gerade aufgezählt habe, sprechen dafür, dass man im Gespräch ist und wer kommt, der wird hier sehr offen und sehr gerne empfangen. Und ich bin auch sehr daran interessiert, überhaupt mit allen Menschen über Fragen des Lebens und Glaubens ins Gespräch zu kommen. So, und dann vielleicht für einige grundsätzlich immer so das spannendste Thema, Verhältnis Fußball und Religion, jetzt so ein bisschen allgemein oder aus der Fanperspektive möchte man auch ein bisschen sagen. Ich muss mich da ja auch ein bisschen zurückhalten als Fußballfan und versuchen so ein bisschen den Religionswissenschaftler auch zu präsentieren. Aber es gibt ja durchaus den Spruch, Fußball sei das Spiegelbild der Gesellschaft. Binden Sie denn den Fußball dann auch dementsprechend in Predigten, Andachten oder Ähnliches ein als Metaphern oder als Verweise? Ja, der Fußball hat ja sehr schöne Bilder, sehr schöne Begriffe. Ob es das Abseits ist, in dem der Spieler steht und in das wir als Menschen ja auch oft geraten in unserem Leben, ob es der spielentscheidende Treffer ist, ob es das Eigentor ist, das Heilige, was ja im Fußball auch der heilige Raum der Kabine der Spieler oder der heilige Rasen. Darüber kann man ja mit den Menschen gut ins Gespräch kommen und mal fragen, was ist dir denn heilig im Leben, was bedeutet das für dich? Oder auch Zitate, also kürzlich noch das Zitat von Domenico Tedesco bei diesem sagenumwobenen Novemberspiel in Dortmund, das 4:4, das Bekannte, das uns ja als Verein einen großen Schub gebracht hat. Mhm. Er soll also in der Halbzeitpause gesagt haben, fangt wieder bei Null an, den Spielern. Und auch so dieses, wir fangen bei 0:0 an. Es ist ja auch ein schönes Zeichen von Gottes Barmherzigkeit und Liebe und Gnade, dass uns Menschen auch vergeben wird und wir immer wieder neu beginnen dürfen. Von daher nehme ich diese Begrifflichkeit oder auch gewisse Bilder sehr gerne auf, auch mal Lieder, die im Stadion gesungen werden. Da lassen sich doch schöne Parallelen zum Glauben finden. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, die Bilder, den heiligen Rasen. Wir haben vorhin den Fußballgott auch schon erwähnt, der ja sehr gerne und oft zitiert wird. Sind Ihnen solche Begriffe eigentlich lästig? Also ich finde sie überflüssig. Der Fußballgott hat ja bei Rudi Assauer nach dem Herzschlagfinale 2001 ausgedient gehabt. Da konnte er nicht mehr an ihn glauben.
Ich persönlich glaube an Jesus Christus, glaube an Gott, der uns geschaffen hat, der uns erlöst und der uns auch ewiges Leben verheißt. Ich kann zu Schalke nicht beten, ich kann zu diesem Fußballgott nicht beten, weil er sich ja gar nicht offenbart, gar nicht zeigt, wir ihn ja gar nicht beschreiben können. Schalke kann mir auch das ewige Leben nicht verheißen, kann mir meine Schuld nicht vergeben. Von daher spielt der Begriff des Fußballgottes für mich überhaupt keine Rolle. Manchmal ist es ja auch vielleicht ein Stück Übertragung, dass man nach einer Serie von Niederlagen mit dem Schicksal hadert und dann auch irgendjemanden finden muss, so eine Art Sündenbock, der dafür einstehen muss. Und ich appelliere immer daran, Jungs, trainiert ordentlich, lebt ordentlich, bereitet euch gut vor, geht auf den Platz und gebt euer Bestes. Also die Leistung muss ja dann da auch erstmal auf dem Platz stimmen und alles andere finde ich unnötig. Manchmal in der Tat gerät es auch schon in so eine blasphemische Haltung der Gotteslästerung. Also da muss man auch da mal was dagegen sagen. Also es sind dann wahrscheinlich auch solche Sätze wie Ersatzreligion Fußball oder ich kenne es zumindest aus meinem Schalker Freundesumfeld durchaus auch den Satz so, Schalke ist meine Religion. Die stoßen bei Ihnen sicherlich dann besonders auf Widerstand. Das kann ich an der Stelle nicht sagen, das würde ich nochmal unterscheiden. Wenn man die Menschen hier sieht und wenn man sie kennt, woher sie kommen, aus der Arbeit des Bergbaus, Schalke bzw. Gelsenkirchen hat immer die höchste Arbeitslosigkeitsrate in ganz Deutschland. Wir leben in einer Stadt, die über 40% an Menschen in Armut hat. Da ist Schalke etwas ganz Besonderes über die Jahrzehnte. Schalke ist Heimat, Schalke ist Kraftort für viele Menschen. Und so hat Schalke eine riesen Bedeutung für die Leute. Und von daher kann ich es keinem verdenken und belächle das auch nicht, dass er sagt, Schalke, das ist meine Religion. Schade finde ich es natürlich, dass Menschen das so verabsolutieren und nicht mehr offen sind für vieles andere Schöne, was Gott uns in dieser Welt schenkt oder was uns in unserem Leben auch offenbar werden kann. Das ist dann ein bisschen schade, aber wir Menschen sind frei und jeder entscheidet darüber. Also dann sind Sie beispielsweise auch nicht ein klein wenig neidisch oder so, wenn Sie dann schauen, wie viele Leute sonntags in die Kirche gehen, im Vergleich dazu, wie viele Leute dann ins Stadion gehen. Ich freue mich, dass Menschen sich so begeistern können. Dass der Sport und der Fußball es schafft, Menschen unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlicher Bildung, unterschiedlicher sozialer Herkunft so intensiv zu verbinden, dass sie eine Gemeinschaft sind. Das ist ja auch unser Ziel als Kirchen, in die Gemeinschaft zu führen, ohne Unterschied. Und das gelingt uns ja oft nicht so, wie es dem Sport gelingt. Von daher beachte ich das mit großem Respekt und Freude. Auch bei dem Zuzug vieler Menschen, die auf der Flucht waren, hat das eine große Rolle gespielt, dass wir Kinder und Jugendliche in die Sportvereine integrieren konnten, wo sie dann auch eine Heimat bekommen haben. Wenn ich mir die Zahlen in den Stadien anschaue, erreichen sie nicht das Gesamtaufkommen an Gottesdienstbesuchern in Deutschland an jedem Sonntag. Das hat mal jemand errechnet. Da sind wir immer noch höher und größer. Also den Zweikampf, wenn man mit Fußballbild bleiben möchte, haben Sie erstmal gewonnen. Naja, das eine wird in der Regel samstags ausgetragen oder Sonntagnachmittags und abends. Und wir halten unsere Gottesdienste am heiligen Tag der Woche, am Sonntagmorgen in der Regel und zusätzlich zu anderen Zeiten. Wenn wir da dann schon bei sind, es ist ja momentan von vielen Fußballfans wird ja die starke Kommerzialisierung angeprangert und dass das Ganze immer stärker Geschäft wird. Sehen Sie das auch aus einer christlichen Perspektive kritisch, dass da der Geiz und der Mammon immer mehr Besitz ergreifen? Und Sie haben ja gerade auch die Gemeinschaft gelobt, die durch den Sport erzeugt wird, dadurch vielleicht auch ein bisschen gefährdet wird. Ja, der Fußball könnte vielleicht seine Seele verlieren, das sage ich manchmal so. Das hat auch Christian Streich kürzlich nochmal gesagt,
der Freiburger Trainer, den ich persönlich sehr schätze, weil er auch immer noch mal ein Stückchen weiter schaut und auch kritische Töne anmaßt. Und wir dürfen nicht aufhören, auch das anzumahnen, dass Spieler in Hunderten, Zweihunderten Millionen Höhe transferiert werden, dass 9-10-jährige Kinder aus anderen Ländern gescoutet werden, um sie von dort hier ins Ruhrgebiet zu holen. Da müssen wir vorsichtig sein. Der Fußball gehört weiter hier in unsere Herzen und wir müssen weg davon kommen, Menschen auch nach dem Wert ihrer Ablösesumme einzuschätzen. Schon im Jesaja-Buch steht ja, dass Gott seinen Menschen wert erachtet, dass wir im Alten Testament zum Ebenbild Gottes geschaffen sind. Das heißt, wir sind aus anderer Sicht geliebte Menschen. Paulus sagt, dass die Evangelien, Jesus neigt sich den Kindern zu und nimmt sie auf den Arm, herzt sie und segnet sie. Oder die Geschichte von Zachäus, der am Tisch Gottes, am Tisch Jesu sitzen darf, dem Heil widerfährt. Also immer die Zuwendung zu den Kleinen, zu den einfachen Menschen, das zeigt doch den Wert auch des Menschen auch aus und nicht die Höhe irgendeiner, wie auch immer, gearteten Ablösesumme. Und Sie haben gerade auch schon Rudi Assauer erwähnt, der quasi vom Fußballgott sich abgewandt hat, nach dieser unsäglichen, damals ja bitteren Vizemeisterschaft. Die jetzige ist ja eher süß, wenn man so an die Saisonerwartung rangeht. War das so ein bisschen, oder könnte man es dann so ein bisschen zur fußballerischen Theodizee-Frage erklären? Warum tut Gott, der Fußballgott oder Gott uns das an, wo wir doch eigentlich eine tolle, überragende Saison gespielt haben und trotzdem kriegen die Bayern dann ausgerechnet in den letzten Minuten noch dann diese Möglichkeit? Der Schmerz liegt ja nicht darin, dass der FC Bayern deutscher Meister geworden ist und es jetzt zum zigsten Male geworden ist. Davor haben wir großen Respekt, auch vor der Leistung dieses Vereins, auch in den letzten Jahrzehnten, was da erarbeitet worden ist. Ich denke, was den Menschen wehtut, dass auch ganz viel Häme über uns kam an diesem Nachmittag und wir es vielleicht doch einfach mal verdient gehabt hätten, auch mal einen Titel zu erringen. Die Menschen hier im Ruhrgebiet, die auch vor großen Umstrukturierungen gestanden hatten, gerade in der Zeit, der Bergbau, der in diesem Jahr nun schließt im Dezember, ging uns hier verloren. Viele Menschen haben auch Boden unter ihren Füßen verloren. Einmal auch das Gefühl zu haben, ganz oben zu stehen. Das war es und es war natürlich auch eine unsensible Entscheidung des ansonsten sicherlich sehr respektierten Dr. Markus Merk als Schiedsrichter. Aber es war einfach unsensibel und auf der Tribüne des Hamburger Stadions dann den Vorstand des DFB auch jubeln zu sehen, wie Bayern dieser Ausgleich noch gelungen ist, das tat weh. Ich möchte das nicht zur fußballerischen Theodizee-Frage erheben. Es geht jetzt nicht wie bei Hiob oder in anderen Situationen um schweres Leid, das uns zugefügt worden ist. Aber es hat schon sehr weh getan. Dann vielleicht wieder was Positiveres. Sie haben ja auch ein Buch rausgebracht. Und möchten Sie das vielleicht kurz vorstellen? Dann können sich das diejenigen, die jetzt zuhören, auch bei Interesse eventuell dann zulegen oder auch mal reinschauen bei Gelegenheit? Naja, es gibt zwei neue. Das eine ist ein Buch, das der Verein Schalke 04, die Presseabteilung, Redakteure des Magazins Der Kreisel mit mir zusammen auch erarbeitet haben, mit den Fotografen unseres Vereins. Keiner kommt an Gott vorbei. Das ist im Klartext Verlag erschienen, 1495, soll jetzt keine große Werbung sein, aber ein Buch, was die kirchliche Arbeit und dieses Verhältnis, was Sie heute ansprechen und anfragen, zwischen Fußball und Glaube und Religion nochmal darstellt, auf einer sehr breiten Basis hier im Verein Schalke 04. Da werden Sie über den Künstler lesen, der diese Kapelle auch gestaltet hat, über die Arbeit der Pfarrer, bis zu Interviews des Vorstandes, Grußworte von Journalisten und auch Interviews mit Spielern, die vom Glauben abgerückt sind, sich distanziert haben oder denen es etwas bedeutet. Also ein sehr anschauliches Buch. Und das Zweite, was schon
eine Tradition hat hier im Verein, ist die Schalke Bibel. Es ist die dritte Ausgabe einer solchen Schalke Bibel jetzt erschienen im November, maßgeblich vorangetrieben durch den christlichen Fanclub Mit Gott auf Schalke. Und Gönner haben den Druck auch mit ermöglicht und unterstützt. Und wir als Pastoren haben ja auch das ein und andere im Vorwort noch geschrieben. Ein sehr beliebtes Geschenk zu taufen, hier in meinen Taufgottesdiensten mit Widmung und Taufvers oder auch bei Trauung. Und es wird sehr gerne entgegengenommen. Also dann wissen zumindest dann die Schalke-Fans unter unseren Zuhörern oder diejenigen, die Schalke-Fans haben, schon auf jeden Fall, was sie mal verschenken können. Oder auch eventuell mal hier vorbeikommen, nehme ich an. Das wird ja, natürlich, jederzeit willkommen. Anruf genügt oder sich melden. Und zu guter Letzt, natürlich, wenn wir schon auf Schalke sind, die Frage, liebe deinen Nächsten, auch wenn er eine Zecke ist? Ja, aber man darf sich ja mal ein bisschen hochnehmen und ein bisschen foppen und ein bisschen ärgern. Wir sind Rivalen und das tut dem Sport, dem Fußball gut. Es schafft mehr Aufmerksamkeit, aber dabei soll es dann bleiben. Und es soll nicht in Hass münden oder in Unfrieden oder in Gewalt. Das wollen wir nicht, das wollen die Vereine nicht und das versuchen wir auch weiter zu sagen. Ich bete für Täuflinge in einer Fürbitte am Ende des Taufgottesdienstes, wenn sie einmal Freude an diesem Verein Schalke 04 haben sollte, dann Gott schenke ihnen insbesondere den Rivalen und Gegnern gegenüber den Geist der Fairness, der Toleranz und der Liebe. Also ich bitte an der Stelle auch nochmal im Gebet darum, dass wir fair miteinander umgehen. Und Zecken sind hier gerne willkommen. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle nochmal für die Nicht-Fußball-Affinen kurz sagen, Zecken, das ist so der Schmähbegriff für die Schwarz-Gelben aus Dortmund hier von den Schalker-Fans. Och, das ist doch ein Liebeswort. Das sagen Sie, das werden wahrscheinlich die Dortmund-Fans etwas anders sehen. Aber ja, wie Sie es schon sagten, so ein bisschen Nickeligkeit unter Fans dürfen erlaubt sein. Ansonsten fand ich das auch ein sehr schönes Schlusswort, weil es auch persönlich ist. Und ich bedanke mich vielmals für das Gespräch und die Möglichkeit, Herr Barth. Und ich hoffe, es gibt nochmal die Gelegenheit oder vielleicht auch andere Kollegen von mir so zu Studienzwecken, die sich bei Ihnen melden. Auf jeden Fall war es sehr schön. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ansonsten schöne fußballfreie Sommerpause bis zur Fußball-WM. Wem drücken Sie die Daumen, Deutschland oder auch noch wem anderen? Selbstverständlich. Dem eigenen Land. Schauen wir mal, was wird. Ich danke Ihnen für den Besuch. Fand es auch sehr interessant, dass Sie gekommen sind mit den Fragen. Die Türen stehen immer offen für alle, die kommen möchten. Bitte einfach nur melden. Und damit Ihnen auch einen guten Sommer und ein herzliches Glück auf. Dankeschön. Ja, das war also mein Gespräch mit Ernst Martin Barth, Leiter der Kapelle auf Schalke in Gelsenkirchen. Und ich hoffe, das Interview hat euch soweit gefallen und dass es erste Fragen, die ihr im Sinn hattet bei der Thematik, vielleicht auch schon beantwortet hat. Für jeden, der sich jetzt denkt, ja, warum hat er denn nicht den Raum näher beschrieben oder dazu ein bisschen mehr gefragt? Nun ja, zum einen könnt ihr euch Bilder des Raumes ja schon im Netz angucken. Zum anderen sollt ihr natürlich auch Grund haben, selbst noch vorbeizukommen und euch das anzuschauen. Das wollen wir euch natürlich nicht nehmen, so das eigene Erlebnis. Ansonsten hoffe ich noch, dass diejenigen, die nicht so viel mit dem Thema Fußball bisher zu tun hatten und auch schon gar nicht daran dachten, das irgendwie mit unserem Fach in Verbindung zu bringen, jetzt vielleicht ein bisschen erhellter sind und den Grund und die Idee dahinter verstanden haben, so dass ja jetzt eigentlich nur noch organisatorische Fragen in der Abmoderation bleiben. Nun, ich hatte ja bereits erwähnt, dass ich auch in den nächsten Folgen dabei sein werde. Ich hoffe einfach mal, dass das niemanden von euch abschreckt, einzuschalten und zuzuhören, denn ich werde ganz, ganz tolle Gesprächspartner haben mit ganz, ganz tollen Themen und da lohnt sich das Einschalten auf jeden Fall. Und ansonsten
könnt ihr natürlich auch gerne selber Themen vorschlagen, die ihr natürlich dann noch einbringt und mitpräsentiert. Da braucht ihr euch nur mal uns zu melden, www.rwpod.de, oder ihr guckt einfach mal bei Facebook unter rwpod und dann schreibt ihr uns kurz und wir melden uns dann bei euch. Und dann schauen wir mal, dass wir das technisch umgesetzt bekommen und freuen uns einfach auf entsprechende Themen. Und ich würde jetzt auch gerne versuchen, dass wir, sagen wir mal, eine gewisse Regelmäßigkeit von einmal im Monat mit einer Sendung hinbekommen. Das wäre schon ganz schön für das Projekt auch. Und ansonsten hoffe ich, dass euch diese Ausgabe gefallen hat. Und bei Fragen, Kritik, Anregungen, Feedback jeglicher Art gerne auch melden. Da freuen wir uns drüber und das verbessert natürlich letztendlich nur diesen Podcast. Und bis zum nächsten dauert es nicht wieder ein Jahr, versprochen. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter und hört die frohe Botschaft nicht.